Hallo, meine guten Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Earthbound Mother 2, whatever. Ich habe 11 Dollar. In der letzten Folge hat Apfelsaft vergeblich... Was ist das? Der Bürgermeister arbeitet sich gerade den Arsch ab mit all den Sorgen in der Stadt. Wie den Sharks und den Meteoriten. Hey, bist du derjenige, der versucht hat, die Shark zu reformieren? Wahoo, wahoo, wahoo! Du machst wohl Scherze. Shish ab. Sheesh. Was geht hier vor? Ich habe keine Uhr gestellt. Das ist mehr als beschissen. Nun gut. Okay. Dann werde ich wohl schnell eine Uhr stellen. Ah ja, okay, gut. Es ist 7. Das heißt, ich habe, denke ich mal, 1 oder 2 Minuten. Gehe ich mal davon aus. Takto, gibt eine Menge Schlangen und streunende Hunde hier um Onet. Lässt dieser Bürgermeister sie rumrennen und lässt er sie tun, was immer der will? Ich will protestieren. Was haben wir für Fähigkeiten? Live up Alpha, okay. Nicht viel und dazu eine ganze Menge. Ich hab, glaube ich, eine... What are you talking to? Was ist das da hinten? Was ist denn das für ein Dude? Was ist das vor allem? Monster! Oh mein Gott. Du hast ein... was haben wir da? Was haben wir? Psi-Fähigkeiten. Mach mal out of them. Ah, 15 HP. Geil. Ich bin K.O. gegangen. Ness. Ja. Geil, ich bin tot. Und die Aufnahme hat gerade erst... Ey. Wie sieht's aus? Check. Ja, genau. Und ich habe keine PP mehr. Dann will ich mich heilen. Mütterchen, rede mit mir. Du bist zurück. Ess etwas Steaks und geh ins Bett. Yo. Darn it. Komm jetzt überhaupt nicht damit klar, dass ich jetzt innerhalb der Aufnahmesession besiegt wurde. What the fuck is going on? Hallo Hund. Tschüss Hund. Ciao Mutter. Ich verlasse euch. What the... Sir? Sir? Ein streunender Hund, oder? Du triffst einen streunenden Hund. Bash. Wir greifen an. Ja, wir haben gewonnen. Wippdidü. 4 XP. Heißt das, ich darf mich jetzt leveln bis zum Gegner? Ich glaube, ich level noch ein bisschen, wenn mir die Gegner in Onet schon so zurichten. Who are you talking to? Check. Benutzt mehr die Bücherei. Jawohl. Was geht hier vor? Hamburger Laden. Drugstore Onet. Mit was haben wir denn alles? Wir haben T-Ball-Bett und... ich möchte einen Keks essen. Komm. Was ist das? Hello? Goods. ATM Card. Use. Withdrawal. Oh, 475 Dollar. Wir nehmen doch mal glatt 300. Please take your cash. Was habt ihr für mich? Was können wir kaufen? Code Remedy.
Das war jetzt halt nichts. Was kann ich für dich tun? Jojo. Ein Baseball-Cap. Nein. Oh, du hast meine Gefühle verletzt. Ah, tut mir aber leid. Cookie. Ah, das ist ein Kältemedizin, ja. Was kann ich für dich tun? Kaufen. Ich möchte gerne dieses billige Armreif und ein Baseballcap. Ah, von 4 zu 9. Das ist schon mal wesentlich besser. Nope. Ich brauch nichts von dir. Ich hätte noch was. Benutzen noch mal einen Cookie. Oh Gott. So, reden wir noch mal. Hallo, komm rein, komm rein. Was kann ich für dich tun? Ich glaube, du findest sicher was. Dann nehmen wir noch so einen Billigarmreif. Ja, ich möchte es ausrüsten. 14. Schon wesentlich besser als vorher. Nope. Empfängst am Bunch. Jawohl. Ich denke, ich bin jetzt auch wesentlich besser ausgerüstet jetzt als vorher. Oh. Reden wir mit der alten Frau. Woher redest du? Ich rede mit dem Baum. Lady! Ah, okay. Irgendwo war doch so ein... Ah, da ist wieder so ein Typi da. Taktu. Willst du einen Kampf starten oder was? Ja, bestimmt. Und diesmal bin ich vorbereitet. Haha, du hast nach Hilfe gerufen und ich habe verfehlt. Fantastisch. Haha, just missed. Bam. Ah, ich glaube. Haha, just missed. Oh ja, ich habe einen Skater gezähmt. Jawohl. Und Ness bekommt 12 XP. Was haben wir da? Willst du mit Frank treffen? Du willst nicht, dass Frank dich verprügelt, oder? Na, vielleicht doch. Pogo Punk. Und der Hintergrund ist sehr verstörend. Just saying. Und wir haben den Typen gezähmt. Oh. Ein Hamburger. Nein. Ja. Ich habe den Hamburger im Stich gelassen. Ich bin jetzt... Talk to. What are you talking to? Ah, eine Bäckerei. Jetzt haben wir da ein Mädchen, das ein Schild liest. Reden wir mal. Ich habe gehört, dass... es ein Typ gibt, der anhält und jedes Schild liest, das er trifft. Dann sagt er... Jackaroonie! Bist du das? Nope. Eine Bäckerei. Da kriege ich sicherlich Futter. Eine Polizei. Gehen wir mal da rein. Ja, ich finde mir da Hinweise. Na, das sind ja... Möchtest du als Parkmeter-Cop arbeiten? Ist einfach... zu voll hier drin. Ich bin total angepisst. Ja, ja. Too bad. Mann, ist mir warm. Mann, bin ich geladen. Versuch nicht mal mit mir zu reden. Nee, Life Up Alpha will ich nicht. Was ist das? Psst, ich gehöre nicht wirklich zur Gang. Ich bin ein Cop. Aber selbst wenn ich nicht so aussehe. Das ist ein Knast. Ihr Leute habt keinen Grund hier zu sein. Ja. Ist vielleicht da ein leerer Raum. Wie überaus praktisch. Wie fantastisch. Oh. So. Was mache ich denn hier? Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Was ist das? Hä? Der magische Schmetterling entspannt Ness. Ist es so eine Art Erholung oder sowas? Wenn ja, finde ich das cool. Das finde ich cool. Check. Und da war nur Müll drin. Ja. Ein Hotel. Was haben wir denn da oben? Und schon wieder Punks.
Okay, was haben wir denn? Bash. Oh, 10 Schaden. Na, es ist immer auch sau viel, aber... Mit 2 HP. Smash! Okay. 10 HP jedes Mal. Macht es fertig. Du hast gewonnen. Du kriegst 28 XP. Und wir finden einen Hamburger. Ich möchte den Keks wegschmeißen. Und ich krieg kein Level ab. Wie wär's mit Goods? Benutzen wir einen Hamburger. Nett. Ha, grün, das heißt, ich habe Präventivschlag. Oh, noch so einer. Fantastisch. Aber das heißt auch, dass ich XP kriege wie sonst was. Haha, ich hab gedodged. Ich bin toll. Ich hoffe, dass... Oh, das meinte also Clay mit Hard-Modus. Das ist fantastisch. Du hast gewonnen. Wie viel XP kriege ich denn? Oh, 40. Nice. Nietzsche. Nice! Was? Möchtest du unseren Boss Frank treffen? Er ist hinten beim Arcade. Und denkt über Frieden und Liebe nach. Vielleicht möchtest du ihn besuchen. Maybe. Maybe not. Maybe ich möchte Mülltonnen plündern. Checken wir mal. Und was finden wir? Es ist eine Dose Fruchtsaft drin. Wir nehmen's. Nett. Fruchtsaft. Was zum Teufel ist das? Rede. Ah, da ist die See. Okay. Wie nett. Ich möchte gerne wissen... vielleicht hätte ein Keks gereicht, okay. Status. Ich möchte wissen, welches Level ich bin. Level 6. Ah, das sind schon wieder solche Punks. Na, ich möchte schauen, ob ich vielleicht auf Level 7 oder 8 komme. Zur Not gehe ich offscreen und mache etwas. Aber es scheint, dieser Frank wird ziemlich interessant. 13 XP. Nett. Aber das Ding da hinten sieht schon mal nicht freundlich aus. Was meint ihr, Leute? Schauen wir uns mal an. Es ist eine Schmalzlocke und es hat einen Roboter hinten. Es will mir nicht gefallen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Reden. Wow, wow. Glaubst du nicht, du brauchst deine Waffen raus? Ja. Gibt's hier nicht noch irgendwelche Punks, die ich hier vermöbeln kann? Komm, wir machen rollenspieltypisch, brechen wir in irgendwelche fremden Häuser ein. Bist du Ness? Mein Sohn sagt etwas, dass er zu einem Versteck gehen möchte. Weißt du, worüber er geredet hat? Okay. Okay, da kann ich anscheinend rein. Und der Kaktus sieht immer noch seltsam aus. Und was ist das? Reden. Mr. Lear X Exaggerate, der Schatzjäger, hat endlich etwas Interessantes gefunden. Ich hörte, er wird es nur dir zeigen. Jetzt nur dir zeigen. Okay. Soll ich etwa nochmal zu diesem Schatzjäger-Heini... was will wohl Mr. Exaggerate mir wohl zeigen? Finden wir es doch mal heraus. Schmetterling! Der magische Schmetterling entspannt es. Nett, nett. Na dann gucken wir doch mal, was Mr.
Exaggerate uns hat. Ich werde von hinten von Hunden überfallen. Das ist fantastisch. Oh, er hat mich gebissen. Und ich verfehl's. Bam. Du hast gewonnen. Und Nest Level ist 7. Yay, Level Up. Geil. Wir werden stärker. Muss echt nochmal überlegen, wo war nochmal das Haus von Mr. Exaggerate? du steckst hinter Best. Ah, okay. Ich glaube... Oh no! Ich bin zu schnell für dich. Und Ness hat ein XP bekommen. Whoop-dee-doo, ich fahre nach Disneyland. Nein. Karte? Ah, okay, gut, da muss ich... Ein Vogel. Vogel! Guck mal, Bambi. Da ist ein Stein. Vogel. Oh, ich werde von hinten angesprungen und... Oh, es hat mich gebissen. Wie süß. Aber es ist schon mal gut, dass wir ein bisschen Ausrüstung haben, ein bisschen Verteidigung. Dann sind wir nicht ganz aufgeschmissen. Ich will now Mr. Exaggerate. Sir? A girl? Girl? Hello? Gucken wir mal, was denn? Das. Ich tue das, weil ich dir vertraue. Als erstes, lass uns zum Keller gehen. Ah, ich kann dir dein Gesicht ansehen, dass du nicht rumhängen willst, oder? Ist es in Ordnung? Außerdem sind wir nicht mal verwandt. Ich weiß, du glaubst, ich bin ein großer Lügner, aber vielleicht überrasche ich dich. Ich gehe in den Keller. Was ist das? Das will mir nicht gefallen, oder? Was ist das? Was ist das für ein Ort? So, Nesskumpel, ich habe den Beweis eines großen Schatzes gefunden, ein großes Heulen. Jahaha, ich zeig's dir, aber du bist der Einzige. Los! Was ist das? Das ist ein Zeichen, was hier unten liegt. Es braucht nur ein bisschen Zeit. Mein Schicksal ist es zu finden und den vergrabenen Schatz auszuholen. Ich esse Knoblauch und arbeite und trainiere, um mich zu stärken. Geh nun nach Hause. Du stehst mir im Weg. Du fängst vielleicht an, gierige Gedanken zu bekommen. Was ist das? Talk to. Why are you talking to? Good. Soundstone. Use. Ah, okay, das ist interessant. Check. Die goldene Statue leuchtet seltsam. Gut. Was können wir denn machen? Soundstone. Give. No. Help! See? Ah, nee, Life Up Alpha. Okay, ich denke mal, mit der Statue können wir nicht viel anfangen. Okay. Interessant. Ich bin also den ganzen Weg hergelaufen, um eine Statue zu sehen. Nett. Aber ich denke mal, da muss ich noch nicht hin. Sondern erst ein bisschen später. Check. No problems here.
Interessant. Oh, lass mich mal auf die Uhr gucken. 19 Minuten ungefähr, ja. Nun gut, dann würde ich sagen, ich mache hier erst einmal einen kleinen Schnitt. Ich werde offscreen noch ein bisschen leveln und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Together Earthbound. Ich bin Mahagon LP, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!